Stadt leckt hier voll. Ich hoffe mal, das ist in dem Camp drüben nicht so schlimm. Zum Glück muss man hier ja nur... Oh, jetzt springt doch danach hoch. Da hat der Holz verlandet. Das Spiel läuft viel zu langsam hier gerade. Ich denke mal, das liegt da an Traps. Wo möchtest du hin? Guten Tag. Du musst Vincent sein. Genau wie du haben wir uns gegen diesen verrückten Fundfrock erhoben. Und du hast ja feststellen können, was von der Stadt übrig bleibt. Wir sind nicht der Meinung, dass die Nordhalbkugel unbewohnbar geworden ist, so wie es in der Propaganda heißt. Es gibt vielleicht sogar Überlebende, die sich geweigert haben, deportiert zu werden. Deshalb haben wir versucht, die Straße am Okoyo-Pass einzunehmen. Das ist ein Zugang zur anderen Halbkugel. Leider wurde unser Anführer, Oberst Kroptmann, während des Angriffs gefangen genommen. Wir glauben, dass er immer noch in dem kleinen Fort, das über den Pass wacht, gefangen gehalten wird. Hilf uns, ihn zu befreien, indem du das Fort einnimmst. Somit kannst du dann zur Nordhalbkugel gelangen. Geh zurück zum Hangar. Ein Kommando wartet auf dich im Kahn. Guck, ob man hier vielleicht Benzin kriegt, wenn man... Du hast soeben einen Teil deiner Kraftstoffreserven erneuert. Naja, das passt doch. Wo möchtest du hin? Zum Hafen. So, jetzt müssen wir gleich die Rebellion unterstützen. Hier müsste irgendwo, Wo sind die? Hier müsste irgendwo dieser komische Kahn sein. Vielleicht ist er dahin. Ah. Genau da ist er. Wir werden dir beistehen, um das Fort einzunehmen. Du führst mich und ich folge dir mit meinen Granaten. Also vor allem warte auf mich, bevor du den Bereich wechselst und vergiss nicht, den Sender aufzuschalten. Ich befehle, den Kampf ist nicht gestoppt. Und wenn ich auf der Strecke bleiben sollte, er sitzt nicht mehr von der Kabine. Er wird im Landungsbereich auf mich warten. Komme ich da nicht? Ey, Altar! Das Spiel mich verarschen. Hier fährt jetzt mein Schiff mit denen mit. Der Soldat hat Angst. Jetzt wurde ich erstmal voll erwischt. Sagt nicht, dass es hier auch so leckt. Ich weiß gar nicht, woran es liegen kann.
Naja, muss ich wohl oder übel so spielen, das ist zwar ein bisschen scheiße. Nicht auf die Mine, oh verdammt. Jetzt müsste mir eigentlich gleich einer folgen. Nee, warum nicht? Wo bleiben sie denn? Hallo? Ah, da ist er. Du brauchst mich, um zum Fort zu gelangen. Warte auf mich. Super, da war jetzt eine Landmine, na geil. Egal, ich habe ja noch ein paar extra Leben. Ach, das ist doch so am Arsch. Oh, lol, der ist ja dabei. Trotzdem ist es am Arsch. Das soll mir verdammt nochmal folgen, weh, der stirbt. Boah, leck das, da kann doch kein Mensch spielen. Boah, hier sind überall versteckte Landminen, ey. Hier muss man, glaube ich, aufpassen, soweit ich weiß. Ah, jetzt hat er den getötet, jetzt darf ich wieder zurück. Ah, das ist übel ätzend. Und das wird ja auch hier die ganze Zeit ätzend bleiben. Bis ich mit dem Typ dann bin. Verheimlicht mir nicht. Mein Vorgänger ist im Kampf gefallen. Nun, c'est la vie. Gehen wir. So, jetzt weiß ich, dass der Typ hier noch ist mit seiner komischen Kanone. Müsste ich ihn aber eigentlich... Ah, es war so klar, wie viel Leben habe ich noch genug. Jetzt, das nervt mich richtig, weil jetzt rennt der Typ alleine rum und dann verreckt er manchmal. Hier, genau. Das ist doch so am Arsch. Das ist so am Arsch. Warum rennt er alleine los? Der hat doch keine Chance und das weiß er. Aber er macht's immer wieder, egal wie oft man das hier macht. Das ist so schlecht. Das ist echt das Einzige, was mich an dem ganzen Spiel hier eigentlich ankotzt. Okay, und dass es mit Fraps anscheinend nicht kompatibel ist. Aber ich hasse diese Stelle deswegen. Nur weil der Typ da immer reinrennt. Und immer verreckt. Aber sagen so, das hasse ich eigentlich bei jedem Spiel, bei dem man auf irgendeinen Spasti aufmachen muss. Aufpassen muss. Der verreckt eh immer. Bei
irgendwie verreckt er nur bei manchen Schüssen direkt auf dem ersten. Dem hier, den überlebt er jetzt aus irgendeinem Grund. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Den hier. Ach nee, verdammt. Ach, es war so klar. Ich breche das kurz ab, bis ich wieder da bin. So. Na super, jetzt bin ich gestorben. Ja, und jetzt ist der Typ wieder weg. Ah, da ist er. Lol. Nein, nein. Oh, es ist so am Sack. Ich brech wieder ab. So. Jetzt habe ich mal eine Idee. Jetzt versuche ich es mal mit so einem Mega-Pinguin. Vielleicht wird er ja abgelenkt dadurch. Oder auch nicht. Ey, ohne die Legs wäre das Ganze viel schaffbarer. Okay. Ich brech wieder ab. So. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt habe ich es geschafft. Ohne die Legs habe ich es dann hinbekommen irgendwann. Jetzt hoffe ich mal, dass er da jetzt nicht bei dem hier auch noch stirbt. Okay, der rennt mir jetzt hier weg. Ah ne, der tötet den. Leckt extremst. Wenn ich wenigstens wüsste, woran das liegt, ey. Töte ihn doch endlich. Der Panzer macht ja voll wenig Damage, Mann. Bleibt jetzt das schöne Geld liegen. So unglaublich. So. Schon sind wir eingebrochen. Ich gebe dir Deckung. Geh den Oberst befreien.